Herzlich willkommen zur weihnachtlichen Ausgabe von Counter-Strike Global Offensive Overwatch. Euch allen frohe Weihnachten und ich hoffe, ihr werdet reich beschenkt. Und heute schauen wir mal, wer der Grinch ist und den anderen den Spielspaß zu Weihnachten geraubt hat. Unser Ziel, The Suspect, ja. Gerade hier schon eine sehr suspekte Szene, aber eine sehr gut geworfene. War nicht schlecht, war nicht schlecht. So, wir haben jetzt mal hier X-Ray angemacht. Wir sehen auf jeden Fall vom Movement her, dass wir es wenigstens nicht mit einem Anfänger zu tun haben. Also wir sind ja schon ein bisschen höher unterwegs. Und den Gegner, neben dem er jetzt parallel rennt, da war ja jetzt mal ja nicht zu sehen, ne? Also, so. Aber jetzt geht's direkt hier mal in Runde 3 dann weiter. So, vielleicht hat er ja, ne, sich gedacht, brauche ich noch nicht, könnten später noch anmachen. Aber das war ja jetzt hier bis jetzt ein Witz, also da war ja mal nichts an. So, er rennt ganz normal in die Colors, rennt straight hier lower, weiß er Bescheid, wo er hin will. Guckt jetzt hier einmal kurz mit dem Sprung, ob oben einer ist, hat niemand gesehen. Checkt die Ecken alle ab, ganz clean, hier auch durch die Wand, hätte er schon lange wen gesehen. Wirft wieder seine schöne Smoke Grenade, obwohl nur noch ein Gegner liegt. Also er macht seine Tricks, ja, er macht seine Moves einfach. Schön geworfene Flash-Granate und so weiter und so fort. Da ist er der Granate ausgewichen, weil er nicht gesehen hat, was es direkt war in der Luft. Aber auf jeden Fall, der hat einfach nur Ahnung vom Spiel. Gut, ich will lieber nach rechts anstatt nach links gucken. Aber bis jetzt alles clean und hat er auch seine ganzen Nades nicht verschwendet. Also hier sind eher andere Leute, die ihm den Spielspaß rauben wollen. So sieht es bis jetzt aus. Und warum gerade so Suspect? Momentan ist Zigzag ein bisschen besser unterwegs. Schießt ein bisschen in den Rauch. Weiß ja ungefähr, dass da der Sniper wäre, wenn sie einen gehabt hätten. Alles clean. Ein, zwei Schüsse. Nicht, dass man zurückschießen kann. Denn durch den Rauch sieht man ja Mündungsfeuer. Auch hier nochmal. Lang predicted. Aber durch den Wallhack ja niemand zu sehen. Ja. Schießen mal ein bisschen rein in den Rauch, gucken, ist immer noch da, auf jeden Fall guckt niemand um die Ecke, man würde die Füße sehen, die Rauchgranate waren nicht perfekt geworfen, wenn jemand vor dem Holster gestanden hätte, hätte man ihn sogar sehen können, hier wieder ein bisschen einfach predicted geschossen, mit der AK hat man ja auch genug Schuss, auch über und so weiter, so, springen jetzt hier hoch, hat nicht mal einen No-Smoke-Hack an, der war möglich gewesen, der ballert sogar noch weiter und macht einen Team-Attack, weil er weniger gesehen hatte jetzt als wir, also hätte ich mir nicht mal zugetraut, dass er da jetzt noch weiter schießt, man hat ja schön gesehen, dass er ihn gekillt hat. Die Granate geht gegen den Spot, um auf A zu kommen und kassiert hier den Headshot, weil er eher auf Terrorschräge gerechnet hat und nicht an dem Barrel auf A. Also auch hier soweit alles clean. So, wir haben hier zwei Smoke-Granaten. Er hat dann versucht, einfach durchs Holster zu schießen, also auch nur predicted. An der HP kann man sehen, er hat auch niemanden getroffen. Also alles clean. Also, ich schreibe wieder ein Ja, das ist der Grinch und ein Nein. Der war einfach nur gut in den Chat und da könnt ihr dem Kommentar einen Daumen hoch geben. Ihr könnt natürlich auch noch eure Meinung immer gerne dazu schreiben und so weiter und so fort. So, hier kommt jetzt wieder seine CD-Base-Granate, die Flash fürs hinter das Holztor. Zack, geht er raus. So, he's going in. Oh, da hat er reagiert, hat er nach links geguckt, hat auch links einen hören können, der nämlich von links weggegangen ist. Hat jetzt hier kurz, glaube ich, überlegt, ob er die AK mitnimmt und schreibt jetzt wohl was in den Chat. Vielleicht da, wo die Gegner sind, weil er kein Ingame-Voice benutzt, könnte möglich sein. So, er hat gesehen, hier Gegner wurde auf der Karte markiert, dadurch, dass das Sheep gestorben ist. Ja, war richtig in dem Moment. So, ja, okay. Er hat ihn gehört, also er hat gehört, dass Anchor kommt. Gut, zielen tut er auf jeden Fall in der Hinsicht auch. Entweder haben wir es hier mit einem ganz, ganz professionellen Grinch zu tun oder einfach nur mit einem sehr guten Spieler und bis jetzt ist auf jeden Fall soweit alles clean und möglich. Also, so würde ich auch spielen, wenn ich halt, sag ich mal, auch die Kenntnis und so weiter hätte, ist das, glaube ich, so das, wie man spielen sollte. Da, das ist auf jeden Fall, denke ich, aber auch vom Tick her ein Bug auf der Demo. Ihr seht, wir haben ab 16S und der CMD auch, soweit es halt ein Demo-Replay ist. Ich denke, der ist da einfach nur reingerannt. Ist jetzt nichts irgendwie, was jetzt nicht möglich gewesen wäre. So, er guckt auf A lang, obwohl halt da ein Gegner ist. Hier nochmal mitgegangen, aber kein Problem. Alles okay. So, die Smoke Grenade ist für die CD-Base gedacht. Nicht gut geworfen in dem Fall. Erste Nade, die er verschmissen hat.
Aber soweit immer noch alles gut. The Suspect hat sich mittlerweile auf Platz 2 hochgeschossen. So, ich wette, es kommt noch dieser Move, wofür er reported wurde. So, da hat er jetzt, war da einfach, oh, da hat er sich treffen lassen. Hat aber direkt nach dem Hochgehen der Flash einfach abgedrückt, was auch ganz okay ist. In dem Fall hätte ich sogar meistens sogar noch eine halbe Sekunde gewartet. Also auch gerade schon mit der Smoke beim ersten Suspektenangriff. So, jetzt ist es wieder sein Auftritt mit der AWP. Also er checkt erstmal die rechte Seite. So, bis jetzt, jetzt kommen unsere beiden Protagonisten langsam ins Bild. Er war natürlich drauf, dass einer, das ist einfach nur, das ist ein Demo-Bug. Er war in dem Moment ja auch schon rum. Den hat er da gesehen, schon wieder am Ärmel da gesehen, hat jetzt sogar kassiert. So, das ist so aussieht, als wenn er schon schießt, bevor er um die Ecke ist. Das ist wirklich der Bug von der Demo, weil man sieht ja später auch die Leiche da liegen, wo er hingeschossen hat. Ist ein bisschen doof, aber in dem Fall auf jeden Fall nicht suspekt. So, jetzt hier wieder, selbe Stelle, selbe Welle. Er guckt mir so hoch, runter. Was hat er jetzt? Gut. Wenn er jetzt da im Doppelzoom und dann nochmal einen Schritt nach rechts gegangen ist, weil der Mask geschlichen ist, da kann man jetzt drüber streiten. Kann auch in dem Fall nur Zufall gewesen sein. Auf jeden Fall wird sein Gameplay jetzt, in Anführungsstrichen, suspekter als in den ersten Runden. Was aber natürlich nicht heißt, dass er anhat oder sonstiges. Es ist auch, ein bisschen muss man auch damit zu tun haben, man kennt mittlerweile Spots oder jeder bewegt sich auch einfach mal. Das ist, wenn man jedem mit einem Wallhack drüber legt, sind hinterher 1, 2, 10 dabei, die suspekt sind. Hier zum Beispiel viel zu früh geschossen, zweimal ohne Grund, einfach in die Smoke, weil er halt nichts gesehen hat. In dem Fall würde ich halt auch sagen, nein, alles andere ist predicted und ja, auch wenn er dann zufällig mal mitgehen sollte hinter der Wand, dann ist es immer noch Zufall, also immer noch möglich. In dem Fall bin ich immer noch der Meinung, nein, der hat nicht an und wir werden auch bestimmt nicht mal lange Videomaterial haben. Ich denke, wir haben jetzt hier vielleicht noch 1, 2 Runden, die wir uns anschauen können, obwohl unser Protagonist hier sehr viele Szenen hat und wir sind ja jetzt erstmal in Runde 8. Auf jeden Fall No Smoke können wir ausschließen. So, er geht aber lang. Weiß ja, lang ist einer, hat aber noch Backup, legt erstmal die Bombe, legt sich die Bombe für kurz. So, wirft eine Smoke auf Alang, aber ich glaube, er geht aggressiv hin. Er wird sich mal umschauen. So, sieht keinen. Dreht sich auf jeden Fall sehr auf einer Ebene. Also, okay, er hat die Bombe eh für kurz gelegt, von daher alles okay. So, jetzt kommt eine Flash, die sehr hochgeschmissen, damit er früher rumschauen kann. Und jetzt ist ein Bedrängnis. Die Bombenentschärfer konnte er nicht aufhalten. Hat ihr durch den Rauch eingekillt, aber nichts weiter. Also, meiner Meinung nach, nein, das ist kein Grinch gewesen. Er hatte zwar ein paar suspekte Szenen, aber das ist nichts, wo man sagen könnte, der hat an. Also, meiner Meinung nach, nein. Wenn ihr eine andere Meinung habt oder eine andere Erklärung, schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Ansonsten, liked den Kommentar mit ja, der hat an, nein, der hat nicht an, damit wir später nur Statistik führen können. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und hoffe, ihr werdet reich beschenkt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiter hier bei Overwatch so schön teilnehmt, wie ihr es schon in den ersten Parts getan habt. Und ich würde sagen, wir hören beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin und tschüss.